Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde in Fortnite und ich habe, glaube ich, noch ein bisschen Bedarf, etwas über überlebenden Einheiten zu erzählen. Eine der Fragen, die bei mir aufgetaucht sind, ist, wie komme ich eigentlich an diese Überlebenden? Und ich meine, ja, zufälligerweise habe ich relativ viele legendäre Überlebende und ich habe natürlich noch viel mehr, nämlich alle vollständig und ich habe sogar ein paar über, mythische überlebenden Anführer. Nun ja, fangen wir mit dem mythischen überlebenden Anführer an. Schaut euch einfach meine Videos an und ihr werdet es finden. Und zwar gab es da einmal jede Menge Trollschatzlamas und da sind die halt drin. Die Trollschatzlamas sind jetzt nicht gerade so preiswert. Jetzt gucke ich mal gerade. Ne, es ist eine Falle, ist heute im Angebot, sonst hätte man das vielleicht zeigen können. Die gibt es halt tatsächlich und da kann man sich die holen. Wie kommt man nun aber noch an Überlebende? Nun, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Eines ist, und das ist heute leider echt Pech, es ist nämlich bloß eine einzige Überlebenden-Mission da. Das sind diese hier mit dem Rucksack. Dafür gibt es gerettete Überlebende und zwar tatsächlich nicht die hier. Moment, die hatte ich auch irgendwo gesehen. Nicht diese Bildchen, also die Rekruten, sondern tatsächlich echte Überlebende. Normalerweise sind die, und jetzt kann ich mal direkt ins Waffenlager springen, oh Gott, was ich heute hin und her hüpfe, das sind diese hier. Also man kriegt vielleicht blaue, wenn man Glück hat, überwiegend aber grüne. Bringen einem erstmal nicht viel, weil ich kann sie nicht nach oben leveln, also sprich mit Kraftquellen oder so. Derzeit noch nicht, wer weiß, vielleicht gibt es das in Zukunft irgendwann mal. Das heißt also, die bringen mir jetzt erstmal nicht viel, weil sie eben nur grün bzw. blau sind. Klar, ich kann die natürlich trotzdem leveln und so ein blauer, hoch aufgerüstet, hoch gelevelt ist nicht so schlecht. Das überlege ich gerade, nee, ich habe keinen. Die haben einen weiteren Vorteil. Ich kann sie wegschicken. Und das gibt hier Überlebenden-EP und damit kann ich natürlich meine besseren Überlebenden einfach tatsächlich aufrüsten. Wie ihr seht, auch die Trainingshandbücher, die man ja braucht und 6000 Überlebenden-EP, das ist natürlich ganz ordentlich. Und jetzt kann ich natürlich, ich nehme mal gerade den, ich rüste auch Lilane auf, ja natürlich, weil der ist nämlich schon besonders. Und wie ihr seht, braucht man da eben tatsächlich auch Punkte für. Und dann kann man die tatsächlich einfach hochleveln. Und jetzt ist der natürlich schon mal gar nicht so schlecht. Ne? Und jetzt hier brauche ich jetzt natürlich auch die Trainingshandbücher. Und wie ihr seht, da habe ich auch ein paar. Ist also tatsächlich nicht so verkehrt, das so zu machen. Und wie ihr seht, jetzt ist er auch schon Level 27 und ist jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also 27 Blitze, Level 10 ist er natürlich. Und ist neugierig und hat einen Set-Bonus, nämlich Fernkampfschaden. Und der kann ja immerhin bis zu 5 Sternchen bekommen. Also das ist schon ganz ordentlich. Aber wie komme ich denn noch da dran? Also, wie schon gesagt, über Lamas, auch in Upgrade-Lamas, können natürlich tatsächlich auch legendäre Überlebende drin sein. Ihr müsst mal mein Video schauen, ich habe bestimmt da mal einen rausbekommen. Aber es gibt noch eine andere, total wichtige Quelle und die solltet ihr wirklich nicht vergessen. Hier. Jede Woche könnt ihr einen legendären Überlebenden kaufen für 700... früher hieß das mal Saisongold, ich weiß gar nicht, wie das mittlerweile heißt. Hat das noch einen Namen? Wahrscheinlich heißt es nur noch Gold, ne? Das heißt also, jede Woche einen legendären Überlebenden kaufen. Das ist die beste Möglichkeit, um an legendäre Überlebende zu kommen. Und zwar relativ flott ranzukommen. Das solltet ihr tun. Weiterhin gibt es hier natürlich auch immerhin die lilanen Überlebenden. Und derer gibt es, also episch, ne? Und die kosten natürlich ein bisschen weniger. Und die sind jetzt nicht so schlecht, denn immerhin, ihr kriegt sie auf 5 Sternchen hoch. Das ist schon ganz ordentlich. Und die sind tatsächlich am Anfang wirklich gut, vor allem, und das ist das vielleicht Entscheidende, ihr braucht viele Überlebende, tatsächlich. Wie ihr seht, ich bin immer noch nicht so richtig zufrieden mit meinem Setup. Hier fehlen mir tatsächlich noch 3 Stück mit dem richtigen Charakterzug. Hier fehlt mir noch einer, da fehlen mir noch welche. Und ich bin tatsächlich dabei, wo ist es denn, hier meinen wirklich schon sehr hoch gelevelten Anführer auszutauschen. Mal gucken, wo ist sie denn? Hier ist... die ist jetzt natürlich noch ein bisschen schlecht, aber die hat einen anderen Charakterzug und das hilft mir, weil diesen Charakterzug habe ich, Moment, den habe ich nochmal irgendwo gehabt.
hier vorne. Das heißt, ich kann natürlich dann die hier rausmachen und kann den Charakterzug, den ich noch gar nicht im Spiel hatte, hier, ich mach's mal einfach kurz, ändern. Zap. Das ist der Charakterzug neugierig. Den habe ich bisher noch nicht im gesamten Team drin. Ne? Also das heißt, jetzt kann ich natürlich hier vorne die ehrgeizigen reinhängen, die ich gerade hier hinten noch habe. Und das gibt mir natürlich wirklich die Möglichkeit, die Charakterzüge ein bisschen passender zu machen. Von daher ist das tatsächlich wichtig. Allerdings, ich habe es schon ausprobiert, momentan ist die noch besser. Und ich muss tatsächlich einfach noch diese eine Figur noch ein bisschen höher leveln. Aber das nur nebenbei. Okay, wie komme ich also an die Überlebenden? Das ist der Reiter eures Glücks, eigentlich. Über Pinatas, ihr könnt es mit Upgrade Lamas versuchen. Ab und zu erwischt man da auch mal einen epischen oder einen legendären. Ihr solltet es hier mit diesen, in dieser Lama-Reihe versuchen, natürlich jetzt nicht mit dem Fallen-Lama, das bringt euch nichts, ne? Sondern es gibt tatsächlich auch, es gibt glaube ich sogar einen tatsächlich überlebenden Lama und es gibt das Trollschatz-Lama. Also das sind die zwei, wo ihr tatsächlich gute Chancen habt, was rauszukriegen. Last but not least, und das ist tatsächlich der wichtigere Reiter, ist das hier. Ein legendärer Überlebender. Was wollt ihr mehr? Und ihr braucht, wie schon gesagt, eine Menge, weswegen ich euch auch empfehle, tatsächlich anfangs, wenn ihr tatsächlich ein bisschen spielt dann könnt ihr euch diese 1200 Gold auch leisten. Jetzt habe ich ihn gekauft. Ja, super. Ich wollte ihn jetzt gar nicht haben, aber egal. Jetzt schauen wir uns auch an. Ja, oder auch nicht. Es lädt. Naja. Also ich wollte nicht kaufen, habe es jetzt gemacht. So ist es halt. Das heißt, ich müsste ihn doch jetzt hier eigentlich sehen, oder? Da ist er. Ja, gut. Ehrgeizig, naja, immerhin. Das sind die zwei Dinge, die ganz wichtig sind. Pinatas und im Event-Shop einkaufen. Ne? Also hier habt ihr die Möglichkeit, einen legendären zu kaufen. Und das ist das, was zählt. Soweit. Ich hoffe, das hilft. Sollte es nicht helfen, Fragen direkt unter dieses Video und dann versuche ich das noch ein bisschen mehr zu detaillieren. Aber ich denke, das hilft tatsächlich weiter. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.